Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Herzlich willkommen an den Chicos und den Chicos und Chicos draußen, da ist kein Subchat! Genauso wie eine kleine Runde. Let's play Spec Ops The Line. Nein! Splinter Cell Blacklist, so rum war das doch. Ich habe gerade keinen Ton. Warum nicht? Warum höre ich nichts? Warum ist sein still? Ah, jetzt ist laut. So, wir sind mich jetzt wieder in Action drinne hier, ohne große Ruhezeiten. Was ist denn das hier? Ich brauche mal vernünftige Waffe. Haben wir keine Sniper hier? Brauchen wir noch Sniper? Außerdem ist das Mikrofon nicht richtig eingestellt. Nein! So! Sam, geh runter und flankier sie. Briggs gibt dir Feuerschutz. Ja, machen wir es halt so. Ich hätte gerne eine andere Waffe jetzt. Ich renne runter. Save mich! Anscheinend war das nämlich hier keine, als wir letztens aufgehört haben. Anscheinend war das keine, das ist doch die falsche Waffe, komplett falsche Waffe. Ja, kein Ende der Mission im Endeffekt. Sondern einfach nur ein Zwischenteil der Mission. Ist gut für dich. So. Nur eine kleine Einheit. Ich halte nach dem Rest Ausschau. Ist da ihn? Stopp jetzt! Was ist denn das jetzt? Was für ein Bullshit! Ficken einfach! Also warum hat er uns nicht mehr geschossen? Hört einfach mittendrin auf zu schießen! Sammy, what's going on with you, bitch? Okay, machen's nochmal. Keine Granaten oder sonst noch. Aua! Gut, dass diese Waffe scheiße ist, ansonsten würde das hier echt schwer werden. Hallo, zeig dich, du Pfeife. Alter, auf der Distanz trifft er nicht. Das ist doch echt zum Haare raufen gerade. Die Waffe ist leer, ich werd irre. Das ist halt mit der verfickten Pistole, Alter. Das ist mir jetzt auch egal. Nur eine kleine Einheit. Ich halte nach dem Rest Ausschau. So, jetzt nehmen wir dich erstmal gefangen. Hey, ich bin dabei, mein Taxi zu kriegen. So, jetzt machen wir es. Halt so. Bewegungen hinter den Hangar. Und ganz schnell jetzt hier. So. War's das jetzt? Nein, das war's noch nicht. Weil ich ja auch so viel Munition habe. Weg damit. Muss ein lautloser Kill gewesen sein. Hey.
So, schön hier lang schleichen. Hinter verstecken. Schnauze jetzt. Wo ist denn der Transporter jetzt? Stirbt allesamt, ihr blöden Mistviecher! Sam, weitere Gegner auf Transporter in Deckung. Starte Triebwerke. Scheiße, keine Muni mehr. Linke Seite. Ja! Triebwerke laufen. Fick dich! Weil auch keiner von diesen Ärschen mal rauskommt und man meint, dem helfen wir, like a boss! Mach keine Socke. Im Hintergrund jammern meine Katzen. Wir haben jetzt 16.17 Uhr. Ja, weil ich auch den ganzen Scheiß immer von vorn machen will, Alter. Wirklich, jeden einzelnen Millimeter will ich nochmal machen. Weil jeder einzelne Millimeter auch total lustig war und sowas. Arschlecken, den fang jetzt nicht nochmal ein, ey. Dann wird alles umgenäht, was in den Weg kommt, ey. Aber am besten mache ich das wieder auf diese eine Tour hier. Da ist er! Genau, mach auch keinen Scheiß. So, wir gehen das jetzt hier hinten an, Alter. So, Ruhe jetzt. Alter, weg jetzt. Ich hatte nach dem Rest Ja, du hältst nach dem Rest Ausschau. Wir haben auch alles alleine hier. Piss dich jetzt. Bewegungen hinter den Hangars. Ist gut möglich. So, ist der jetzt auf mich anvisiert oder was? Stirbt jetzt allesamt! Transporter sind was Schönes. Hört nach. Können wir irgendwie mal andere Waffen hier aufnehmen? Leuchtsignal in Deckung. Meine Fresse, Alter. Sam, weitere Gegner auf Transportern. So, es ist. Starte Triebwerke. Willst du mich verarschen jetzt? Geh in Deckung. Hört dich auf. Hört dich auf, hört dich auf. Wer hat hier wen festgenagelt? Alter, wie viel kommen denn davon? Ich hätte nie gedacht, dass wir hier so eine scheiß Schießbodenfigur-Mission hier kriegen, Alter. Ich will keine Socke spielen, sowas. Okay, lass dich in Ruhe wieder auf. Kein Problem. Alles stressfrei. Alles stressfrei. Okay. Ich glaub, wir sind sicher. Laufen wir. Alle an Bord und nichts wie weg. Ich bin schon auf dem Weg. Kyle, schaff Holly ins Lazarett. Alter, ist ja gut jetzt. Wir haben gewonnen. Grim, Paladin muss unverzüglich starten. Die Landebahn räumen. Sam, hab die Drohne reaktiviert. Stiller Breaks Offset um. Sadiq will das Flugzeug unbeschädigt. Die können uns nur am Boden halten, wenn sie die Triebwerke ausschalten. Verstanden. Leite auf mein Offset um. Ich kann nichts machen. So, jetzt kann ich nichts machen. Weg damit jetzt. Noch irgendwas Stressiges? Gegner nähern sich von links dem Flugzeug.
Feindfahrzeug ausgeschaltet. Treffer bestätigt. Alles wegrammeln. Ohne Stress jetzt. Kann ich eine andere Waffe nehmen? Wahrscheinlich mit der effektivsten jetzt, diese Variante hier. Sei es ruhig. Briggs, feindliche Einheiten scheren rechts. Ja, ich kann dich anvisieren. Wie blöd ist das denn, in dieser Position jetzt jemanden zu verwischen, ist doch unmöglich. Ich muss sie direkt anvisieren, oder was? Wie unlustig ist das denn? Briggs, das ist nicht alles. Mehrere Fahrzeuge nähern sich unserer Position. Los, komm. Der ist hin. Los, komm jetzt. Sie haben das auch. Oh, Alter, ein Triebwerk hat's ordentlich zerrissen jetzt schon. Ich sehe Staubwolken, weitere Trucks im Anmarsch. Wir müssen ab. Ja, gibt jetzt. Gummi, ja. Verstanden. Schon am Brennen hier. Okay, geschafft, Alter. Schlage den Angriff von Imperator, E3. Yeah, ich habe Imperator besiegt. Eieieiei. Panther. 2 Stück. Also wenn das nicht Gold wert ist, bei Assault. Natürlich kein Gold, weil es ja unmöglich ist, dort Gold zu machen in dieser Session. Ja, das war jetzt eine Mission? Nee, das ist ja mal nicht mal eine Folge. Wir machen jetzt schön weiter die nächste Mission noch mittendran. Versteckte Körper? 0. Versteckte Wege gefunden? 0. Überweisung erhalten. Das ist gut. Was für eine sinnlose Mission war das denn jetzt, Alter? Briggs, was gibt's? Beobachte Tankerbewegungen im Golf. Eine Schiffsbesatzung musste wegen einer Lebensmittelvergiftung ausgetauscht werden. Charlie? Das solltet ihr euch ansehen. Hab Hilfe von Leuten aus Fort Meade bekommen und die IP-Adressen der Typen aus Philadelphia zurückverfolgt. Das sind Daten der Servers, den die Engineers für ihre Operation in Amerika benutzt haben. Ich habe Kennungen, Adressen. Nur Kleinkram. Was meinst du? Das ist nur weißes Rauschen. Vor Blacklist Zero hatten wir tausende Treffer wie diese. Das sagt nichts darüber aus, was Sadiq sich von Blacklist verspricht. Dachte, der will, dass die US-Truppen abziehen. Das wird nie geschehen, das weiß Sadiq. Briggs hat recht. Wir stellen die falschen Fragen. Wenn er nicht für den Iran arbeitet. Und ihm egal ist, ob die Truppen heimkehren? Was hat er dann wirklich vor? Charlie, kapp die Verbindung. Diese Daten sind verdächtig. Überprüf mit Briggs den Tanker und seine neue Besatzung. Da ist mehr dran. Wird gemacht. Grim, jag unsere Daten als SMI. Versuch herauszufinden, was er dir will. Selbst wenn wir Benzin stoppen, wissen wir nicht, was Sadiq will. Ja, besser denn wir fassen einsame Männer. Wirklich klug. Ich bin drin. Sie haben den Köder geschluckt. Der Kleine kann unterbrechen, was er will. Seit 5 Minuten kontrolliere ich Paladin. Gut. Und wann kommt der Tanker? Treffen mit Team Echo in 2 Stunden. Aufprall auf Ziel in 4 Stunden. Direktive Vorbereitung. Bunkeranlage F meldet Alarmstufe gelb. Washington überträgt bereits geheime Daten dorthin. Gut. Noch ein Tropfen und das Fass läuft über. Nehmen wir den Treibstoff? Ja. Ich will, dass bei meiner Landung die ganze Küste brennt. Beginn mit Fischers Flugzeug. Er wird sich für unsere Ziele interessieren. Zeit zu gehen. Okay, wir sind ziemlich gefickt, Leute. Flugfeld auch abgeschlossen. Neu. So, jetzt sind wir wieder hier. Hallo. Und es geht gleich weiter, würde ich sagen. Ohne großen Stress hier. Golf von Mexiko. Amerikas Benzin. Komm schon, Mann, rede mit mir. Negativ, Briggs. Mit der Nummer in Guantanamo habt ihr euch wahrlich keine Freunde gemacht. Es war nötig. Und das Ergebnis war gut, oder? Du weißt, dass sich keiner für Ergebnisse interessiert. Du hast die CIA wirklich schlecht aussehen lassen.
Du hast den Hauptzeugen aus dem Spiel genommen, auch wenn der nur ein Köder war. In Langley mag man sowas nicht. Was soll das heißen? Das heißt, dass du nicht mehr anrufen und bei deinem neuen Arbeitgeber bleiben solltest. Oh, hört sich aber nicht so gut an. Nur das Moment, bevor wir das machen.